uns zuerst vorstellen? Ja, ich bin Carsten Gock, ich bin 62 Jahre alt, bin seit 33 Jahren beim Radio und habe einen ganz anderen Beruf, der hat nichts mit Radio zu tun. Ich bin Sozialpädagoge, aber das ist lange, lange her. Okay, aber wer sind Sie von Beruf? Also von Beruf bin ich Chefkorrespondent bei Radio Schleswig-Holstein. Das heißt, ich bin in der Hauptsache für Politik zuständig. Okay. Wie läuft ein Tag im Radio ab? Das ist ganz unterschiedlich, wo Sie arbeiten. Wenn Sie in der Nachrichtenredaktion arbeiten, haben Sie einen Schichtdienst, der beginnt morgens um 5 bis um 1. Die haben mit Nachrichten zu tun, die lesen Nachrichten über Agenturen, die sehen Fernsehen, die haben Reporter. Das ist eine klare Schicht. Für einen Moderator, also einen Radiounterhalter, beginnt zum Beispiel die Schicht hier auch morgens um 4:30 und der geht von 5 bis um 10 ins Studio und macht 5 Stunden lang Sendung. Wie wird der Tag geplant? Der Tag ist nicht so richtig planbar. Also man kann versuchen, ihn zu planen, aber ich weiß nicht, wann ein Flugzeug abstürzt. Ich weiß nicht, wann ein Minister gewählt wird oder zurücktritt. In den Nachrichten wird er so geplant, dass man weiß, welche Termine gibt es sicher. Wann ist eine Pressekonferenz, wann findet etwas statt. Für die Moderatoren ist es so, dass er am Tag vorher geplant wird. Was machen wir morgen als... Haben Sie Angst, dass Spotify Radio obsolet machen? Nein. Wieso? Gute Gegenfrage. Spotify ist Musik. Und wer nur Musik will, nimmt Spotify. Das ist völlig okay. Ich glaube nur, dass Radio mehr ist als Musik. Radio ist Information, Radio ist Begleitung, Radio sind Menschen. Und das, was uns hier exemplarisch in Schleswig-Holstein ausmacht, ist, dass wir Menschen haben, dass wir berichten über Sachen, die in der Region stattfinden. Das kann Spotify nicht bieten. Wie stellen Sie sich Radio in 20 Jahren vor? Ich glaube, fast so wie heute. Radio hat sich in den letzten 30 Jahren nur verändert, indem es schneller geworden ist. Es gibt heute iPhones, es gibt Smartphones, es gibt digitale Übertragung. Aber das Grundprinzip ist dasselbe geblieben. Und ich glaube, auch weiterhin werden die Menschen sich nicht verändern. Sie werden vielleicht Informationen schneller haben wollen. Vielleicht wird das Programm schneller. Was passiert im Radio, während Musik spielt? Bei RSH ist das so, dass die Moderatoren ganz viel arbeiten müssen. Das heißt, sie müssen Telefongespräche entgegennehmen, sie müssen Interviews führen. An der jetzt laufenden Sendung beispielsweise, die Moderatorin muss während ein Musiktitel läuft, ein Interview führen, muss es schneiden, muss aber auch gleichzeitig schauen, ist dieser Hörer, diese Hörerin, die da anruft, auch okay? Ist sie alt genug? Ist sie nicht besoffen? Hat sie eine gute Telefonverbindung, dass das funktioniert? Also ein Moderator ist nie nur wartend, bis er wieder dran ist. Wie kann man Ton einsetzen, um bestimmte Stimmen oder Effekte beim Hörer zu erzeugen? Wir haben ein riesengroßes Ton- oder O-Ton-Archiv. O-Ton ist Originalton. Weil wir gerne Kino im Kopf produzieren wollen. Die Leute, die Hörer draußen sollen sich vorstellen können, wenn ich ins Schwimmbad gehe und ins Wasser springen will, das kann man im Radio nicht hören. Aber wenn ich dann dieses Swish mache, dann kann der Hörer sich vorstellen, dass jemand ins Wasser gesprungen ist. Was halten Sie von Rundfunkgebühren? Ich halte viel davon, weil ich glaube, wenn Information nur möglich ist, wenn ein Sender erfolgreich ist und kommerzielle Werbung drin hat, dann wird es schwierig. Rundfunkgebühren in Deutschland sind dafür da, dass es unabhängige Informationen geben kann, dass keine Werbung platziert werden muss, um trotzdem Berichte zu machen. Ich bin ein Fan von öffentlich-rechtlichem Radio, was ich vorhin sagte, deshalb höre ich nur NDR Info. Wenn das von Werbung finanziert werden müsste, wäre das Programm nicht mehr gut. Geben Sie uns ein paar Fun Facts, die in Ihrer Arbeit verbunden sind, berichten. Ja, es gibt viele Fun Facts und meistens entstehen sie durch Zufälle oder durch Versprecher. Etwas Exemplarisches ist, man plant einen Text und man verspricht sich da drin. Ein schönes Beispiel, es sollte ein Kollege mal von einem Greenpeace-Schiff sprechen und der sprach von einem Greenpeace-Schiff, was man in Deutschland nicht sagen sollte. Fun Facts sind Sachen, die einfach nicht planbar sind. Sie haben mit den Hörertelefonaten zu tun, jemand hat Schluck auf am Telefon, jemand hat Husten zwar mit ihm am Telefon oder weiß einfach gar nichts zu sagen, ist völlig still. Man hat jemanden am Telefon, der sagt nichts. Das ist vielleicht kein Fun Fact, aber das ist Shit fürs Radio. Vielen Dank für heutiges Interview. Es war sehr, sehr lieb. Sie dürfen morgen gerne wiederkommen. Danke. Danke, Martin.